Aber 16.12. vor einem Tag, es wird einen sehr starken Trend für Simulation Racing-Spiele geben. Leute, wir machen jetzt eine Rennsimulation. Definitiv, das kann man jetzt sogar erwischen, diesen Trend. Und gleich müssen wir Steuern zahlen. 17.12. ist gerade. Spiele mal, trainieren werde ich jetzt nicht, wir werden jetzt direkt ein neues Projekt starten. Ich meine, so trainieren wir uns ja auch ein bisschen. Und es dürfte vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, bis wir dann irgendwann noch Angestellte und so nehmen dürfen, ne? Und dann größere Spiele machen. Mal gucken, wann das kommt. So, das passt da auch, ne? Da haben wir dann von jedes Genre erstmal eins gemacht und dann müssen wir mal gucken. Es kommen ja noch mehr Genre dann über die Zeit dazu. Racing. Ich hätte natürlich jetzt auch Bock auf einen Fußballmanager oder weiß ich nicht, ein Fußballspiel, aber wir machen erstmal ein Rennspiel. Wie nennt man das denn? Ich überlege jetzt gerade. Wieder so deutscher Titel? Auto? Autos? Nee, das ist doof. Flitzer. Schreibt man das überhaupt so? Flitzer? Ja, ne? Flitzer mit T. Mit T. Ich lasse es einfach mal so, sonst haben wir ein Spiel mit rechtsgerade Fehler. Flitzer. Das ist eigentlich ein total Kackname. Ich weiß, das werden jetzt wieder alle. Och, Beam, der Name ist blöd. Aber das ist ja auch ein bisschen der Sinn. Man darf da auch mal ein paar lustige Namen nehmen. So, Racing ist eingestellt. Wähle eine Plattform. Nehmen wir wieder. Da kommen ja bald dann auch später neue dazu. Nehmen wir wieder Commodore. Das ist, wie gesagt, erstmal noch das Schlauste. Und direkt geht es auch schon weiter. So, Vektorgrafik. Wir können, ach, guck mal, Leute, unsere Spiele waren die ganze Zeit noch textbasiert gewesen. Okay, Mono Sound und Vektorgrafik. Weiß ich nicht, Vektorgrafik, ey, dann, wie sieht denn das dann aus? Kann man das gar nicht mehr so richtig vorstellen, dann wahrscheinlich so ein bisschen wie halt, ne, so von, so wie die Atari-Spieler halt, ne. Okay, da kann man schon irgendwie einen Razer machen, glaube ich. Das Schöne ist ja, dass das auch Autorennspiele an sich grafisch immer am leichtesten umzusetzen waren. Also Rennspiele waren immer die immer, fast immer am besten aussahen, weil es relativ leicht ist, dass es cool aussieht irgendwo. Ich habe früher auf Amiga mal sehr gerne Lotus gespielt, ich weiß nicht, ob da jemand die Serie kennt. Ihr müsst mal auf YouTube Lotus 2 Soundtrack eingeben. Meiner Meinung nach hat nämlich Lotus 2, das ist das Autorennen, also L-O-T-U-S, ne? Lotus 2 hat meiner Meinung nach den besten Soundtrack, den es jemals gab in dem Spiel. Ich finde den sowas von großartig. Den habe ich als Vierjähriger, da war ich im Zimmer, habe das Spiel angemacht und yay, hab dazu genickt, wisst ihr. So, welche Bereiche sollen im Fokus sein? Also Autorennen jetzt. Konzentrieren, Beam. Grafik, auf jeden Fall. Game Engine ist auch wichtig. Kollisionsabfrage für Physik-Simulation. Mindestens 3. Game Writing ist nicht so wichtig. Ich könnte ja auch mal ein bisschen was wegnehmen eigentlich. Game Writing ist echt nicht wichtig bei einem Autorennen. Ja. Also vielleicht bei Road Rage war ein bisschen Game Writing dabei. Das war ja hier so das Motorradspiel, wo man sich wegkloppen konnte. Da war ein bisschen Story dahinter so, aber nee. Sounddesign, lassen wir das mal. Ich glaube, Sounddesign gehe ich schon mal nach oben, genauso wie Sound. Gameplay auch. Und Level Design ist genauso wichtig. Ich würde es so machen. Das gefällt mir, aber ich habe sogar noch einen Punkt. Ich habe sogar noch einen Punkt. Content Design. Die in der Welt auf sich selbst gestellt existieren. Simulationen tendieren dazu, eine Menge Inhalt zu benötigen. Rollen. Okay, also ich muss dann mal hier noch. Bumm. So würde ich machen. Was ist denn jetzt mit Game Writing? Fällt das jetzt komplett weg? Ach, Game Writing ist das Helle. Also, wenn ich so mache, findet Game Writing gar nicht statt. Das ist interessant. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Haben wir keine Story. Ich würde das so verteilen. Vielleicht ist es nicht gut, wenn man das so gleichmäßig macht, oder? Das ist das Einzige, was mich gerade... Vielleicht sollte ich... Ja, ich mache mal so jetzt hier. Wir gucken einfach mal. Wir werden ja dann sehen. Ja, ich lasse das mal so. Ich bin mir gerade übelst unsicher. Aber ich will ja schon alle Punkte investiert haben. Man hätte höchstens sagen können, okay, ich nehme jetzt noch ein bisschen was von Sound weg und haue das dafür noch in Gameplay rein oder so. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wir werden sie sehen. So, wir machen auch wieder auf Englisch. Kostet diesmal nur 2000 Dollar. Story investieren wir gar nichts. Gewalt. Machen wir mal so. Ja, ich meine, das ist ein Rennspiel. Wo hat man da Gewalt, wo man reinfährt oder so? Also, nee, kann man auch so machen. Muss es ja nicht immer übertreiben. Vulgäre Sprache machen wir so erotische Inhalte. Wozu denn? Es ist eine Rennsimulation. Ich meine, vielleicht mal so wie nennen wir das, Pin-Up-Girl oder so von einem Auto. Das ist vielleicht mal erotisch, was mir da einfallen würde. Ansonsten fährt man einfach erotische Auto. Story muss ich nicht wählen, ne? Wenn ich nicht will. Formel 2, Zukunfts-Steampunk. Rennen. Ja, nimm mal Rennen. Nimm mal Rennen, Story. Story-Budget, hau mal 1000 Dollar rein, was soll's. Für eine kleine Kampagne, aber die soll nicht so wichtig sein. Das ist eine Rennsimulation, Gewalt. Ich würde das so lassen, wie es ist jetzt. Gucken wir einfach mal.
Das wird interessant. Ich hoffe ja, dass wir dann sehr bald neue Genre endlich freischalten. 30.12.1980. Gut gemacht. Dein Unternehmen hat das erste Jahr hinter sich gebracht. Guck dir die Bilanz des letzten Jahres an. Jetzt haben wir $107.000 und gleich nimm, werden es wahrscheinlich gleich Steuern zahlen müssen. Halt. Ich will mir die gerne angucken. Bilanz? Ah, hier. So, Einkommen insgesamt $185.959. Shit, ey, die Steuern, die sind ja noch gar nicht drin, oder? Und 127.000 haben wir Ausgaben gehabt. Training, Forschung, Story, Übersetzung, Spiele. Und das ist ja scheiße, Leute. Da wird jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht wie viel, nochmal 30% werden jetzt nochmal abgezogen. Ja gut, ich weiß nicht, wie die das jetzt hier machen, weil man muss ja hieraus die Bilanz nehmen und dann hier von 30%. Also muss ich auch das von der Steuer irgendwie absetzen können. Ich hoffe das zumindest, dass man Training von der Steuer absetzen darf. Wir werden es ja sehen, Leute. Steuersatz 20%. Okay, das geht ja noch. Die jährliche Steuer wird fertig. Jahresergebnis $58.000. Auch 11.000 muss ich nochmal Steuern zahlen. Okay, ja, das sind noch 92.000. Es ist so assi, ey. Es ist so assi, dass sie das eingebaut haben. Das ist halt realistisch, aber... Und ich glaube, 20%, Leute, das ist sogar noch... niedrig angesetzt, das ist nur niedrig angesetzt. Aber gut. So, ich bin mal gespannt, wie das Spiel jetzt wird. Es verkauft sich ja auch noch ein bisschen Model Tekken, aber wir machen ja so $250 pro Tag. 330, 260, $240. Wir machen auf jeden Fall noch Plus damit, wenn noch nicht viel. Mal gucken, ob es irgendwann möglich ist, dass wir mal mehr als ein oder zwei Spiele dann auf dem Markt haben. Das wäre eigentlich großartig. So, hier kann ich jetzt schnell machen, einfach nur ein Auto raussuchen. Können wir nehmen mal das hier oder das hier. Ich nehme mal das. So, dann hätte ich gerne ein weißes Case, das sieht stylisch. Ich würde das sogar so schon lassen, wie es jetzt ist hier. Sieht auch ganz cool aus. Machen wir einfach mal. Irgendwann schalten wir ja dann auch die Cases hier frei. So. Dreiviertel haben wir schon. Lucas Fart veröffentlicht ein Action-Beat'em-Up-Spiel für Commodore, was eigentlich kacke ist, weil ich habe ja meins, ja gut, es ist nicht mehr so lange auf dem Markt, also. Aber wahrscheinlich werden wir nicht mehr so gut Gewinn machen. Astal und es ist anscheinend nett. Na, großartig. So, Atabi 5200. Heute veröffentlicht Atabi die neue Plattform 5200. Der ist der Nachfolger vom 2600. Wer hätte es gedacht? Der 5200 verbessert seinen Vorgänger mit einem analogen Joystick und einem Keypad. Wieso kann man doch Joystick sagen, oder? Oder heißt das Joystick? Also ein Joystick ist, wo man einen Knüppel in der Hand hat, das weiß ich, aber wieso Joystick? Und er besitzt 4 Ports für Controller, also das ist doch keine Lizenzfrage, außer das Ding heißt wirklich Joystick. Das eröffnet eine ganz neue Welt an Steuerungsmöglichkeiten. Das System verfügt außerdem über eine höhere Auflösung, unterstützt 256 Farben, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr braucht sozusagen 256 verschiedene Buntstifte, damit ihr genauso viele Farben auf ein Blatt Papier niedergeben könnt, wie das Ding darstellt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So, wunderbar. Spitze. Müssen wir mal gucken, was die Lizenzkosten sind. So, wir haben 529 Fans mittlerweile. Großartig. Der 3.3.1981. Die Videospielindustrie wächst. Marketing ist nun verfügbar. Sobald die Entwicklung eines Spiels abgeschlossen ist, kannst du die Verkäufe in die Höhe treiben, indem du für Werbung bezahlst. Das könnten wir vielleicht sogar noch einbauen. Wenn du ein gutes Spiel entwickelt hast und vielleicht sogar einen Trend getroffen hast, kann gutes Marketing sehr effektiv sein. Fürs Erste kannst du in Magazin Werbung investieren. Später wirst du noch andere Möglichkeiten haben. Yo, bleib für meinen Spielmarkt, bisher Projekte. Okay, das würde ich jetzt gerne mal machen. Aber da werde ich bestimmt gefragt dann noch, ne? Das werde ich gefragt bestimmt. Okay, es ist Release. Aber dann, beim nächsten Spiel werde ich dann gefragt. So, haben wir irgendeinen Trend gerade eigentlich? Steht hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja, wir werden es ja merken. Wir kriegen das ja gleich mitgeteilt. So, wunderbar. Weiter bitte. So viel fehlt nicht mehr für Stufe 2, glaube ich. Ah, hier, guck mal, Magazinwerbung machen. Machen wir mal $3.000 raus. $17. Kein Trend für Rennspiele. Ich hoffe, der kommt noch. Und es gibt 2 indische Spiele. Shit. Dann machen wir unseres mal für $16. Machen wir mal für $16. So, los geht's. Hoffen wir das Beste. Wenn wir überlegen, dass das hier... Einer der Spiele hatte ich für $20 auf dem Markt geworfen, offenbar es keine Konkurrenz gab. Aber bei 2... Ja, wenn ich mehr Vertrauen hätte... Ja, Wertung anzeigen. Ach du Scheiße. Das ist schon wieder so ein mittelprächtiges Ding. Mann. Für diese Genre solltest du mehr Wert legen auf den Bereich Grafik und Gameplay. Sieht schrecklich aus, die Story wird nicht immer flüssig erzählt. Ja, aber what the fuck, ist doch egal. Haben trotzdem Game Writing 7.5. Okay, und merken Leute, das nächste Mal...
Die Frage ist, wo soll ich das wegnehmen, ne? Also wo hätte ich das denn wegnehmen sollen? Weil Sound und so, das ist halt auch wichtig bei einem Autorennen, Leute. Ja, muss man mal gucken, ich weiß es nicht. Ach, herrje. Okay, stopp. Halt nicht stopp, wir machen weiter. Erstmal forschen. Simple AI. Okay, machen wir mal 16 Tage, dauert das. Aber es verkauft sich ganz gut. Guckt mal hier, Leute. $2,500 hier. $2,500. Das verkauft... Wow, Leute, das ist wahrscheinlich durch die Werbung, die wir gemacht haben, oder? Ey, wir machen gerade richtig Kohle hier. Bam, 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 bam. Das Spiel ist vom Markt genommen. Wie viel haben wir gemacht? 1.404 Einheiten nur verkauft für $16,000. Aber ey, das ist jetzt hier ein richtig krasser Verkauf. Ich glaube, das Marketing hat sehr viel gebracht. Und vielleicht sind ja die anderen Rennspiele nicht so gut geworden. Ich meine, immerhin über 60%. Oh, Destruction Motorsport, ey. Da muss ich sofort an Destruction Derby denken. Teil 1 und 2 waren meine Lieblingsspiele, also Rennspiele so für die Playsee dann. So, Model Tekken, Gewalt. Zu viel für mich. Was sagen die Amis? Die meisten sind sehr zufrieden. 86%. Vulgäre Sprache, zu viel für mich. Was sagen die Amis? Ach du Scheiße. Okay, das ist zu oft wurde wahrscheinlich Fuck gesagt oder so. Und auf Deutschland zu oft Scheiße. Erotische Inhalte. Oh, perfekt getroffen. Und für die Amis viel zu viel. Die sind immer ein bisschen prüde so, ne? Na gut, na gut, na gut, na gut. So, Simple AI, hört auf, gegen Wände zu laufen, benutze grundlegende AI, um ein schlüssiges Spielwert zu erschaffen. Erschaffen wir 1981. Es gibt Spiele heutzutage, die entwickelt werden, wo das immer noch passiert, dass die KI gegen Wände läuft. Also, so viel dazu. So, neues Projekt starten. Dum, dum, dum. Och man, ich will jetzt hier mal ein bisschen... Oh, wir haben aber hier mal neues freigeschaltet. Fighting. Okay, Plattform schon im Ab. Ja, ich überlege, ob wir mal wieder ein Adventure machen wollen. Kann ich aber nur, dass wir könnten... Aber es ist erst ein Jahr vergangen. Wollen wir eine Monkey Island machen? Komm, wir machen mal ein Monkey Island. Ich nenne das wieder Donkey Island. Das ist immer so mein Standardrepertoire. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch eine sichere Nummer hier. Und die Adventure fühle ich mich relativ safe eigentlich immer. So, wir gucken mal ganz schnell. 29%... Das ist der neue. Oh, Lizenzkosten 75.000, Marken 27%. Aber für den Adventure nehme ich Commodore. Das haut schon hin. Und da haben wir auch schon viel Erfahrung für. Aber wisst ihr was, warum sich das vor allem so gut verkauft? Wegen Racing. Weil das auch gerade Trend ist und wir haben Werbung dafür gemacht. Ich guck gerade, ob es bei den neuen Trend... Also, da muss man ja wirklich krass drauf achten. Das ist ja heftig, was das für einen Unterschied ausmacht. Aber so ist das halt, Leute, ne? So mit dem Trend, ne? Das ist so wie heutzutage auch, wenn es irgendwie einen Hype gibt für ein Spiel, ey, was die da immer verkaufen dann, weil sie da irgendwie sagen, ja hier, vorbestellen und dann kriegst du noch eine Unterhose digital dazu oder so. Das ist unglaublich. So, nimm. Okay, aber es gibt keinen Trend gerade. Ich mache jetzt einfach Donkey Island. Adventure, yo, haut hin, los geht's. So, Vektorgrafik, simple AI, Monosound, das ist ein Adventure. Brauchen wir da simple AI? Schaden kann es nicht. Ich kann es nicht mal wegnehmen, sehe ich gerade. Okay. Na gut, hauen wir es rein. What? Achso, okay, jetzt haben wir hier den Vergleich. Oh, kann ich mir jetzt hier irgendwo nochmal das Feedback angucken? Wartet mal eben. Ah, das hätte ich mir vielleicht auf... voranschauen sollen. Was war denn da nochmal das Problem gewesen bei dem Spiel? Also machen Level Design komplett voll. Gameplay ist nicht so wichtig gewesen. Bin ich jetzt mal eiskalt, Leute. Game Writing auch super wichtig. Sind wir uns einig? Game Engine würde ich so lassen wollen. Guck mal, ah gut, hier wird es ja auch nochmal angezeigt. Das ist nicht wichtig. Ich überlege fast, ob wir dann. Ja, machen wir jetzt erstmal, machen wir so. Wir können dann immer noch gucken. Adventure-Grafik sehr wichtig. Ja. Ja. Okay, machen wir Grafik. Jetzt kommen wir nämlich wirklich schon ein bisschen das ganz gut jetzt eigentlich. 2 Punkte haben wir noch. Sound ist nicht ganz so wichtig. AI können wir auch ganz runter machen. Ich bin das versuch mal konsequent hier zu sein. Und Game Writing habe ich schon voll gemacht. Sound Design. Ja, Content Design, Adventure. Machen wir auch voll. So, jetzt habe ich noch einen Punkt. Ne, wisst ihr was? Wir machen mal. Ne, wir machen so und so. Machen so und so, da haben wir alle Punkte investiert. Ich weiß nicht, ob man vielleicht auch mal überlegen sollte, nicht immer alle Punkte zu investieren. Das könnte auch sein.
Aber wie gesagt, ich finde es auch wichtig, auch bei einem Adventure. Deswegen, ich meine, wir haben ja trotzdem die Hauptgewichtung auf den anderen Sachen. Ne? So, bitte auch wieder in Englisch. Klicke Story wählen. So, wir machen jetzt Piraten. Piraten, haben wir. So, in Story haue ich jetzt wirklich mal gut Geld rein.